Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Horizon Zero Dawn und wir fangen gleich mit der Prüfung an. Welche Werkzeugprüfung willst du machen? Ich erkläre sie dir. Nur Teileprüfung, Holzstapelprüfung, Sprengdrahtprüfung. Erstmal nur die Teile. Teste dein Geschick mit Pfeil und Bogen, indem du möglichst schnell Teile von Graserrücken abschießt. Okay. Die ist sehr gut. Die Zeit läuft, wenn du ein Seil runterrutscht. Na dann, warte mal. Habe ich genug Pfeile? Hallo? Hast du zufällig... nee, hast du nicht. Na gut. Ich wollte fragen, ob sie Metall... Also diese Metalldinger hat. Uiuiui. Entferne Behälter von Grasern. Da sind ziemlich viele Sucher dabei. Na dann. Ich sollte meine Waffen hier nicht benutzen. Das wäre geschummelt. Schade. Munition bringt das nichts. Ja, na super. Nein. Zwei Sekunden zu langsam. Da liegst du gut. Schade. Zwei Sekunden zu spät. Da kommen sie. Aber ich habe die falschen Pfeile benutzt. Entschuldigung. Ich hätte... ich hätte die schnellen Pfeile benutzen sollen. Also die ich jetzt habe und nicht die langsamen. Kümmert euch einfach um eure Sachen. Ja, ich warte noch ein bisschen. Na gut. Kunst. Entschuldigung. Schnupf.
das sehe ich mal nicht so gut. Da glaube ich jetzt Silber, ne? Also 1,30 wäre Gold. Eine Vollsonne beim ersten Versuch. Wenn du schneller wirst, gewinnst du eine Glutsonne. Diese Prüfung zeigt, ob du die Umgebung zu deinem Vorteil zu nutzen weißt. Schieß auf die Stämme, damit sie umfallen und den Maschinen schaden. Denk dran, mit der Sprengschleuder kannst du Maschinen erschrecken und sie in die Richtung fliehen lassen, die du willst. Mit der Sprengschleuder. Ich bin gespannt, wie du dich anstellst. Ich bin soweit. Ja, ich habe keine mehr Sprengschleuder, warte mal. Sprengschleuder hier für 200. Na gut. Wie lange darf ich brauchen? Weiß ich gar nicht mehr. Okay. Und ich mach mal das da. Meine Güte. Was hat denn mein Läufer die ganze Zeit gemacht? Ich komme hier raus. Irgendwie check ich das nicht ganz so. Nein. Ich bin sicher. Zumindest für ein paar Minuten. Warte, ich könnte ja. Nicht nach da.
Warte mal. Ich gehe nochmal hoch. Ich will die abbrechen. Ich will die neu starten. Kann ich das überhaupt? Oh Mann. Wieso ist mein Pferd? Ach Mann. Sprich nicht mit mir. Du hast noch Zeit übrig. Oh, du machst nicht mehr weiter? Kein Problem. Diese Prüfung zeigt, ob du die Umgebung zu deinem Vorteil zu nutzen weißt. Schieße auf die Stämme, damit sie umfallen und den Maschinen schaden. Denk dran, mit der Sprengschleuder kannst du Maschinen erschrecken und sie in die Richtung fliehen lassen, die du willst. Perfekt. Die Zeit läuft, wenn du am Seil runterrutscht. Gut, sind sie wieder on board? Ja, gut. Dann so. Okay. Gut, also ich mach mal. Langsam. Hä, was denn? Hier und hier. Ding nur in der Hand halte. Haben Sie sicher keine Angst. Ich brauche Munition. Ach so. Schön leise jetzt. Gut, so funktioniert's. Aber ja, ich habe ein bisschen geschummelt. Das stimmt. Ah, gut. Tschüssi. Da. Dass ich das gefunden habe. In der Tat. Ah, ich habe den Weg nach oben verpasst. Gut. Hier ist deine Glutsonne. Ich selbst konnte noch nie eine davon gewinnen. Ich muss allmählich los. Ich werde hier sein, wenn du dich prüfen willst. Du hast Stufe 9 erreicht. Das ist natürlich super. Gut. Ein Punkt haben wir. Kritischer Treffer. Repariere ein beschädigtes eine beschädigte Maschine, das ist natürlich auch cool. Das ist cool. Verwende bei Zielen linke Shift. Wenn ich mich bei diesen Prüfungen beweisen will, sollte ich es fair und ehrlich tun. Ja. Munition.
Okay. Dann stelle ich sie halt selbst her. Na, kann ich nicht. Hast du vielleicht noch Zünder? Ja, hast du. Kann ich was verkaufen? Nee. Ah, jetzt habe ich keine Splitter mehr. Gut. Muss ja nicht sein. Diese Maschine noch nicht überbrücken. Ich muss herausfinden, wie das geht. Gut. Gut, 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 gut. So, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt zum Schlachtfeld. Kleine zähe Pflanze, du wirst mir sicher helfen. Das ist auch nur... Na komm. Da ist auch ein Ausrufzeichen hinter mir. Da. Händler entdeckt. Hier sind ja sau viele Händler. Ist das da neben ihm eine Leiche? Voraus lauert Gefahr. Gefahr für dich, Fremder. Hier ist Noraland. Ja, ja, ja. Betreten bei Todesstrafe verboten. Treffender Ausdruck bei Todesstrafe. Tja, der hier hat seine Strafe bekommen. Wer war er? Ein Dieb, Sklavenhändler, Mörder. Der Typ, der ehrliche Mörder in Verruf bringt. Val sagte mir, an der Straße würden Banditen lauern. Tja, so simpel ist das nicht. Die greifen nicht immer an. Die meisten schlagen ein Lager auf und sitzen faul rum wie Schimmelpilz. Es sei denn, jemand unternimmt etwas dagegen. Du gefällst mir. Folge der Rauchspur auf der anderen Seite der Ruinen. Ich warte dort. Okay, machen wir jetzt eine Quest zusammen. Warte mal. Quest. Badientenlager. Ja, das mache ich. Mein Fokus empfängt sowas wie ein Signal. Vielleicht kann ich es scannen. Ein Fokus. Diese Ruinen. Das muss Teufelsdurst sein. Eine Stadt der Alten. Aus der Metallwelt. Ach, das ist so ein Walker. Ein Langhals? Sieht genauso aus, wie Rust es beschrieben hat. Könnte das Signal vielleicht von dort kommen? Mal hier rum. Das Signal.
lass den mal in Ruhe. Ich glaube, das Signal kommt vom Kopf des Langhalses. Man muss doch irgendwie da hochkommen. Krass, hier sind alte Autos und so. Das ist eine alte Stadt. Wie cool. Ich es jetzt erst checke, ne? Alter Kranz. Warte mal. Achso, Notizbuch. Das Heramai-Programm lockt junge Menschen. Wieso kann ich es nicht vorlesen lassen? Das ist doch... egal. Zurück nach Neuseeland. Ah, Auckland. 1. Januar 2062. Annalise Cameron, irgendwie so, war gerade einmal 3 Jahre alt, als ihre Familie 2036 vor einer Überflutung floh. Jetzt ist sie zurückgekehrt. Wir machen immer Witze, dass es nicht mehr Neuseeland ist, sondern Neuseeland. Aber das ist nur Spaß. Ich fühle mich zum ersten Mal in meinem Leben zu Hause. Cameron gehört zu den etwa 17.000 jungen Menschen neuseeländischer Abstammung, die am Heremai-Programm ihrer Regierung teilnehmen, das den Heimatvertriebenen Steueranreize für ihre Rückkehr anbieten. Das Programm wurde von Premierministerin Tamanga Ngata erdacht, deren Verdienst es ist, nach der Kitarum-Katastrophe durch risikoreiche Investitionen in die Nanotechnologie Bauindustrie, Entschuldigung, die Wiederbelebung von Auckland und Christchurch schnell vorangetrieben zu haben. Wir müssen die Welt wissen lassen, dass es uns noch gibt, sagt Ngata von ihrem Programm. Unser Volk ist stark. Nicht einmal das große Sterben konnte uns vernichten. Wir haben den Wiederaufbau geschafft und unsere Türen stehen offen.